Hallo, ich heiße Lasse. Ich heiße Regge. Und ich heiße Christoph. Und wir haben den Sportblog für euch gemacht. Der erste Wettbewerb ist ein Wettbewerb mit einem Luftballon. Und jetzt zeigen wir euch die Vorbereitung. Wir brauchen Kreide, um die Strecke zu markieren. Jetzt 10 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die nächste Übung ist die Aufblaseübung. Du sollst einen Luftballon auf deinem Kopf durch den Klassenzimmer und zurückgehen. Und wenn du den Luftballon auf den Boden verlörst, startest du von vorne. Unser zweiter Wettbewerb ist, wer kann am häufigsten mit dem Hacky-Sack jonglieren? Unser dritter Wettbewerb ist, wer kann am schnellsten mit einem Luftballon zwischen den Beinen dieser Strecke entlang? Wir benutzen die gleiche Strecke wie früher. So soll es nicht sein. Okay. Die nächste Übung ist die Liegestütze-Übung und ihr sollt so viel wie möglich Liegestütze in 20 Sekunden machen. Die Übung ist Armdrücken. Jungen gegen Jungen und Mädchen gegen Mädchen. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß habt. Viel Glück. Tschüss. Der letzte Teil des Wettbewerbs besteht aus 4 kleinen Spielen, die auf Teamwork-Gewicht liegen. Erstes Spiel besteht aus 4 Rätseln, die das Paar gemeinsam lösen soll. Im zweiten Spiel muss das Paar mit dem Rücken zueinander und gefleuchteten Armen stehen. Das Ziel ist dann, sich am schnellsten 10 Meter zu bewegen. Im dritten Spiel zieht einer der beiden eine Karte. Auf der Karte steht ein deutsches Hauptwort oder ein Substantiv. Die Person soll jetzt das Wort auf Deutsch zu ihrem Partner erklären, ohne das Wort zu nennen. Der Partner soll dann das Wort erraten. Das Ziel ist, so viele Wörter wie möglich in einer Minute zu erraten. Der Rest der Klasse schaut zu. In der vierten und letzten Spiel soll das Paar gemeinsam einige Streichholzrätsel lösen. Genau. Hallo. Hallo. Wir sind Anna und Stefan. Und wir haben die Testfrage für den Sprachwettbewerb gemacht. Wir wünschen euch viel Glück.